Jo Leute, was geht? Klim am Start. Willkommen zu einem weiteren Vlog. Einem Vlog. Ich hatte schon in mehreren Videos erwähnt, dass ich nach Dänemark fliege. Und Dienstag war ich auf einem Event von Nvidia in München. Freitag war ich auf einem Event von Nintendo. Und zwar, ich zeig's mal ganz kurz hier. Switch. Nintendo Switch. Das war beides ziemlich cool und heute geht es für mich nach Dänemark. Hat absolut nichts mit Switch oder mit sonst was zu tun. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, was wir da machen. Wir besuchen ein Spielestudio. Ich weiß nicht, ob ich was darin zeigen kann, weil ich bin nicht als YouTuber da, sondern ich bin als Student dort, ja, mit ein paar Kommilitonen. Die werdet ihr alle noch kennenlernen in diesem Vlog oder vielleicht auch nicht, wenn sie nicht vor die Kamera wollen. Aber vorher gibt es noch ein, zwei Infos. Auf dem Nvidia-Event haben wir die Nvidia Shield sehen können. Dazu kommt demnächst ein Unboxing und ein Ersteindruck auf diesem Kanal und ein Review und so weiter und so fort auf dem Cook-Kanal. Später dann auch hier. Und wir waren, wie gesagt, auf dem Nintendo-Event. Ich weiß noch nicht, ob ich da was zu mache, weil ich hatte meine Kamera vergessen und habe keine Footage aufgenommen. Aber vielleicht kriege ich was von anderen Leuten und sage schon schon meine Meinung dazu, weil grundsätzlich fand ich das echt geil. So, und dann heute, jetzt gleich, wie gesagt, nach Dänemark. Heute habe ich aber auch noch was für euch und zwar das, was ich gerade anhab. CCC, Klims cooles Shirt. Es gibt wieder Merchandise von mir und nicht nur das Shirt. Auch eine Handyhülle gibt es von mir. Klim-Handyhülle. Gibt es hier mega viele Handys. Die Samsung-Handys, Huawei-Handys. Ja, mega viele Sachen. iPhones sowieso. Das wird es alles geben demnächst. Die Infos dazu erhaltet ihr im Video. Jedenfalls habe ich dann wieder Merch mit neuen Motiven. Das hier und wie gesagt, das, was ihr gerade auf der Hülle gesehen habt. Und das hier natürlich noch mit Klims cooles Shirt für Hoodies, Klim cooler Hoodie oder so. Wird es alles geben. Aber Leute, jetzt fliegen wir erstmal los. Und ich filme das Ganze auch ein bisschen mit der neuen Kamera. Also ich bin gespannt. Hoffe, ihr seid's auch. Und wir sehen uns in Kopenhagen oder am Flughafen. Yo, ich habe Ben gescannt. Wir sind jetzt am Kölner Flughafen. Das ist der Ben. Hi Ben. Hi Patrick. Guten Tag, ja. Und ich habe noch was vergessen zu meinem Merch. Das möchte ich jetzt noch eben erwähnen. Wenn ihr so ein T-Shirt kauft oder, warte, so eine Handyhülle, warte. So eine, dann kriegt ihr eine Autogrammkarte von mir mit dazu. 250 Leute kriegen die. Also wenn die 250 Sachen bestellt wurden, dann gibt es leider keine mehr. Aber ich denke mal, das wird eine ganze Weile nicht passieren. Da steht jetzt unser Flugzeug. Es wartet schon auf uns. Da ist auch schon der Pilot drin. Und ja, wir hauen jetzt rein, weil unser Gate macht gleich auf und da wollen wir natürlich pünktlich da sein. Ben, freust du dich? Tschüss! Angekommen. Wir sind eigentlich schon gestern angekommen, aber ja, ich mache jetzt erst das Video, weil gestern waren wir doch ein bisschen fertig. Ich wollte mir auch Wasser holen, aber habe mir auszusehen so ein komisches Blubberzeug, das kein Wasser ist, geholt. Keine Ahnung, irgend so ein Blaubeer-Shit oder so. Jedenfalls dachte ich mir, ich mache mal eine ganz kurze Roomtour und ich fange am besten mal da drüben an, bei denen. Ja, hallo! So, ihr habt ein Bett, ne? Spannend. Und ihr habt den Fernseher. Warum habt ihr eigentlich den Fernseher? Weil du zielgerichtet nach rechts gestimmt bist und gesagt hast, dass du da pennen willst. Ja, Scheißdreck. Genau, das ist nämlich unsere Pen-Area hier. Und weil wir nicht zusammen pennen wollten, der Ben und ich. Unsere Liebeshöhle. Unsere Liebeshöhle, haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen uns, machen wir schon einfach so, ey. Und ja, und da haben wir noch ein Bad, auch super spannend, das Teil. Da ist ein Klo, hat man noch nie gesehen, und eine Dusche, auch alles super Hightech. Und wir haben sogar ein Waschbecken, wenn das nicht geil ist. Yeah, yeah.
Jo, wir waren bis gerade bei so einer komischen Statue. Wir sind ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Und jetzt haben wir uns hier in so einem Burger-Restaurant gesetzt. Wir wollten eigentlich zu einem Hotdog-Stand. Jetzt haben wir hier diese kohlichen Buzzer bekommen, die man auch kennt. Vapiano zum Beispiel. Und jetzt bin ich mal auf den Burger gespannt. Und danach laufen wir ein bisschen durch die Stadt. Möglich, dass das hier der letzte Videoclip vor dem Ende dieses Vlogs ist, zumindest der, in dem ich rede. Wir waren gerade bei Playdead, das ist da drüben. Das sind die Leute, die Limbo gemacht haben. Und ja, wir fahren jetzt wahrscheinlich Richtung Hafen und dann nach Hause.